Hallo, mein Name ist Uwe Martens, ich bin Rechtsanwalt bei Elixir Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Heute widmen wir uns einem arbeitsrechtlichen Thema, dem Bewerbungsgespräch. Dabei gebe ich aber gar nicht so sehr Tipps, wie es rechtlich zu beurteilen ist, sondern einfach mal einen Einblick, wie wir Bewerbungsgespräche üblicherweise führen, beziehungsweise wie wir empfehlen, Bewerbungsgespräche als Arbeitgeber, als Chef zu führen. Denn oft, wenn man junger Unternehmer ist oder selbst als gestandener Unternehmer ist, dann hängt man ein bisschen so in der Frage, ja, wie führe ich denn das Bewerbungsgespräch? Ja, das ist immer sehr spannend. Ich neige dazu, nach einer ersten zum Beispiel Stellenausschreibung die Bewerbung danach durchzusehen. Stimmt die Qualifikation? Das muss ich aus den Unterlagen ergeben. Und dann passt es vom Altersprofil, von anderen Profilen so einigermaßen in die Struktur der Abteilung, wobei ich da kein Kriterium der Auswahl treffen würde, sondern wo ich einfach sagen würde, ja, wie ist die Quote an Männlein, Weiblein in der jeweiligen Abteilung? Wie ist die Altersbesetzung in der Abteilung? Und dann kann man selber überlegen, möchte man es verjüngen, möchte man sozusagen einen Nachfolger einarbeiten, dass er die Tätigkeit eines Erfahrenen lernt und der Erfahrene ihn anlernt. Oder ist ein Übergewicht zum Beispiel an einem Geschlecht in einer Abteilung, sodass man durch einen anderen Part diese Durchmischung vornimmt, dass es nicht zu sehr in eine Richtung lastig wird. Das kann man bereits an den Bewerbungsunterlagen durchschauen. Hat man dann nach den Bewerbungsunterlagen sich einen Kandidaten ausgesucht, kann man zwei Varianten führen, nämlich einmal das Bewerbungsgespräch im Rahmen einer Erstauswahl, dass man sagt, wir würden gerne eine telefonische Befragung durchführen oder ein Telefoninterview. Das geht natürlich heutigen Tags auch in anderer Form, dass man eine Zoom-Konferenz, ein Skype-Telefonat oder ähnliches mit Videokonferenz durchführt. Das sind Varianten, die, wenn gerade ein Bewerber etwas weiter weg ist, sinnvoll sein können, damit man sich den Aufwand und die Zeit sparen kann. Zum anderen kann man es zeitlich dadurch auch sehr flexibel gestalten. Ich halte allerdings viel davon, dass man den Bewerber auch dann, wenn er die erste Runde geschafft hat, in diesem Interview sozusagen per Telefon oder per Skype bzw. Zoom oder sonstigen Anbieter, dass man ihn persönlich zu sich einlädt in die Firma. Dass er einen Eindruck der Betriebsluft bekommen kann, dass er quasi das Betriebsklima spürt, ein bisschen die Luft schnuppert und wie gesagt, dann man auch einen persönlichen Eindruck von dem Verhalten ihm gegenüber in bestimmten Situationen erhalten kann. Ein Klassiker dabei ist natürlich, wenn der Bewerber kommt, dass man ihn empfängt und der Start mit einem Smalltalk beginnt. Ich neige dazu, die Empfehlung zu geben, lassen Sie den Bewerber den Smalltalk starten und allenfalls, dass man sich erkundigt, wie war denn die Herfahrt, und dann darf der Bewerber schon erzählen, ob er es gut gefunden hat und so weiter. Und dann ist es immer ein hilfreicher Schritt, als derjenige, der als Arbeitgeber eine Auswahl trifft, nicht nur ihm einen Platz anzubieten, ein Getränk anzubieten, sondern dann einfach mal zu warten und etwas zu schweigen. Mal sehen, ab wann das der Smalltalk zu hängen beginnt. Da lernt man sehr schnell, ob der Bewerber eine bestimmte soziale Kompetenz hat, ob er die Befähigung zum Smalltalk hat. Wenn man im Vertrieb zum Beispiel Leute sucht, dann kann man das ideal dafür nutzen, zu schauen, ist das ein Vertriebsprofi? Kann er schwierige Situationen, wenn das Gespräch mal hängt, mit einem Lächeln schnell und einem neuen Thema sozusagen wieder ins Positive führen? Oder wird es da plötzlich zäh und so ein bisschen unwohl? Das kann man ja durchaus bewusst ein bisschen provozieren. Dann empfehle ich immer bei den Bewerbungsgesprächen, nachdem dieser Smalltalk und der kleine Socializing-Test durchgeführt wurde, dass man einmal sagt, bitte geben Sie nochmal Ihre Stärken und Qualifikationen, so wie Sie es in den Bewerbungen geschrieben haben, im Schnellformat uns bekannt, dass ich nochmal eine kleine Zusammenfassung, ein Summary bekomme. Und da im Geiste einfach mal die Punkte, die er als wichtig aufführt in seinem Lebenslauf, in Erinnerung behalten, zu schauen, sind da irgendwelche Lücken oder ähnliches. Nachdem er das gemacht hatte, würde ich immer einen fachlichen Test durchführen, fachbezogene Fragen stellen. Und zwar beginnend mit relativ einfachen, sei es eine Frage aus dem Dreisatz heraus, Ihnen was berechnen zu lassen, je nachdem für welchen Job das ist. Ich würde erst ein bisschen Allgemeinbildungsfragen sozusagen einbauen und dann würde ich dafür sorgen, dass ich da ganz qualifizierte Fachfragen stellen würde, damit am Schluss herauskommt, weiß er was um diese Stelle, wo er sich beworben hat. Nach den Qualifikationstests immer auch noch ein bisschen darauf achten, wo ist sein sonstiges Interesse,
Was liest er denn zum Beispiel aktuell gerne? Ist er politisch interessiert? Hat er die Informationen aus den tagesaktuellen Zeitungen, Zeitschriften oder aus den Nachrichten im Internet? Wie informiert er sich? Was sind seine Freizeitbeschäftigungen, dass man da sich ein bisschen unterhält, mal antestet, wie ist sein Netzwerk, wie ist er aufgestellt, wo ist er, in welchen Vereinigungen drin und so. Das sind hilfreiche Informationen, die ein bisschen was über den Menschen sagen, die etwas über die Interessengebiete sagen und wo man dann am Schluss auch weiß, passt er dann in diese Gruppe rein, bei denen er dann später mal zusammen eine Arbeit durchführen soll. Und last but not least würde ich natürlich schauen, kann er eigenständig schwierige Aufgaben, die gestellt werden, lösen in Stresssituationen. Das heißt, ich würde neben den Fachfragen auch Fragen stellen, wo schon voraussehbar ist, dass die Lösung schwer ist. Aber es geht ja gar nicht um das Lösen des Problems, sondern es geht um die Frage, wie würde er das Problem angehen und wie würde er versuchen, das zu lösen. Oder sie natürlich. Das ist für dich ein ganz guter Hinweis, dass du dort immer nachfasst und dir schon im Vorfeld überlegst, wo kann ich eine richtig schwierige Frage stellen, die er am Schluss einfach nicht zu lösen weiß und er verraten muss, wie er anders rangehen würde. Ich selber mache dann meistens noch eine kleine Abschlussfrage in der Hinsicht, dass ich wissen möchte, wie würde er sich denn privat engagieren. Dann erfahre ich nämlich auch was über seine menschliche Seite. Da kannst du Fragen stellen wie beispielsweise, wenn du Zeit hättest, die Welt zu retten, was würdest du machen? Oder wo liegt denn das Interesse von dir außerhalb des Berufes und wo möchtest du dich mal engagieren und einbringen? Da kannst du Informationen und Erkenntnisse über den Menschen, was sein Herz berührt, erlangen. Und das ist sicherlich hilfreich, damit man ein bisschen nicht nur den Arbeitsroboter erkennt, sondern auch den Menschen. Wenn du Fragen hast über die Themen, welche Fragen darf ich denn überhaupt im Bewerbungsgespräch stellen? Wenn du Fragen dazu hast, wie ich rechtlich bestimmte Zeugnisse zu lesen habe, die er im Rahmen seiner Bewerbung vorlegt, dann sprich mich an, frag mich, ruf mich an oder schreib mir eine E-Mail, am besten unter fragen@recht-hilfreich.de. Du kannst dich auch über uns informieren unter der Webseite recht-hilfreich.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und gebe dir auch gerne Tipps, wie du ein Bewerbungsgespräch führst. Ich wünsche dir viel Erfolg und hervorragende Auswahl deiner Mitarbeiter. Bis dann!